Ganz ohne Auto reisen wir ins Jahr 1820 zu einem der ersten Ziele des kommerziellen Tourismus. Wer stundenlang mit der Eisenbahn oder gar tagelang in der Postkutsche unterwegs war, der kam am Ende aller Strapazen, wenn es richtig gut lief, hier an, am Ostseestrand von Travemünde. Aber mal so ein bisschen im Strandkorb dösen, das haben die Badegäste hier so erst ab 1889 getan. Denn vorher gab es weder Strandkörbe, noch hätte sich irgendjemand gewagt, einfach so ins Wasser zu rennen. Als das Ostseebad Travemünde gegründet wurde, das war im Jahr 1802, da gab es hier am Strand außer viel, viel Sand nur 4 solcher Badekarren. Herr von Olof, was bitteschön hat man mit diesen Fahrzeugen gemacht? Also in Travemünde war es so, dass der Gastwirt Lehmann sie in Breiten im englischen Seebad entdeckte und für Travemünde nachbauen ließ. Wenn jetzt ein Gast baden wollte, dann meldete er sich beim Badepersonal. Wie ist man denn an den Strand gegangen? Er ging in ganz normaler Straßenkleidung an den Strand, begab sich dann zur Badefrau, bekam ein Billett und die Badezeit mitgeteilt. Und dann stieg er in den Badekarren ein und zog sich um. So weit, so gut. Nachdem sich der Tourist drinnen umgezogen hat, schieben die sogenannten Badeknechte den Karren ins knietiefe Wasser. Ohne vom Strand aus beobachtet zu werden, konnten die Reisenden ihr Bad in der Ostsee nehmen. So prüde ging das damals zu. So, jetzt haben wir es geschafft bis ins tiefe Wasser. Aber wenn ich hier rausgucke, so besonders privat ist das nicht. Die sehen uns ja immer noch alle. Ja, damals war es auch ein bisschen anders. Da gab es hier so eine halbrunde Markise, die man bis zum Wasser runterließ. Und dann konnte man ungesehen sich dort in den Fluten tummeln. So einen richtigen Deckel, der runterging bis auf die Wasseroberfläche? Bis auf die Wasseroberfläche. Und die ganz Mutigen, die haben es dann ein wenig gelupft und sind rausgeschwommen zum Bade. Oh, das war aber schon ganz gefährlich. Das war ganz gefährlich. Aber jetzt mal, im Sommer ist es ja schon noch relativ frisches Wasser. Was haben die im Frühjahr gemacht, wenn es noch eisekalt war? Also die waren ganz clever. Es gab ja einen Badearzt, Dr. Danzmann, der trieb sein Unwesen in der Badeanstalt am Strand. Dort gab es 4 Wannenbäder, in das wurde gewärmtes Seewasser hineingeleitet. Und nach, jeden Tag, wurde die Temperatur etwas abgesenkt, sodass der Proband dann ins Wasser schreiten konnte und sich an diese Temperatur, wie sie draußen herrschte, gewöhnt hat. Jetzt dürfen Sie mal raten, wer hier der Proband heute ist. Das ist ja der pure Genuss. Wie lange haben es die Leute ausgehalten in dieser Eisekälte? Also erstens so lange, wie sie es ausgehalten haben, und zweitens eine halbe Stunde. So lange dauerte die Badezeit. Und dann waren die nächsten Gäste da. Maximal eine halbe Stunde also. Für mich reicht es jetzt schon. Puh. 1793 wurde das erste Seebad in Heiligendamm gegründet. 9 Jahre später war dann auch Travemünde offizieller Kurort. Männer und Frauen durften damals aber noch nicht gemeinsam ins Wasser. Nein, nein, streng getrennt haben sie das jeweils andere Ende des Strandes genutzt. Das hier ist sowas wie ein Vorläufer der Harley-Davidson, wenn auch ziemlich runtergekommen. Aber im 19. Jahrhundert sollen die Leute tatsächlich auch in Travemünde mit sowas rumgedüst sein. Mensch, Herr Spode, wieso sind die Leute denn mit so schwerfälligen Dingern rumgefahren? Ach, das war nur zum Vergnügen. Das konnte Pferd und Esel nicht ersetzen. Ja, aber die waren doch eigentlich zur Kur hier. Warum sind die nicht ins Wasser, ans Strand? Na, erstmal regnet es jetzt, nicht? Gut, ja, aber hat es ja nicht immer. Aber die Leute hatten natürlich Angst vorm Wasser. Richtig Angst, warum? Die hatten Angst vorm Wasser, weil erstens konnten sie nicht schwimmen oder die wenigsten konnten schwimmen. Und zweitens war die Natur eigentlich das Chaos, das Schreckliche, das Schlimme. Ach du liebe Zeit. Schlimm genug, dass ich jetzt so regelmäßig gerne erstmal rein, wo es trocken ist. Aber wenn die Leute buchstäblich Angst hatten vom Wasser, warum sind sie denn ausgerechnet ans Meer gefahren? Im 18. Jahrhundert hatte sich das Verständnis von der Natur und von der Geschichte völlig verändert. Ja. Uns ist das heute selbstverständlich, dass wir die Natur als das Gute betrachten. Aha.
Und genau das ändert sich. Vorher war die Kultur das Gute. Die Natur war das Bedrohliche. Und das verändert sich ganz langsam mit Hilfe der Ärzte. Die Ärzte erklären den Leuten, dass das Wasser für sie gesund wäre, das Baden in der freien Natur. Das ist ein mentaler Bruch in der Geschichte. Und wie lange musste dann so ein gesunder Aufenthalt in der Natur dauern, sprich so eine Kur? 2-3 Monate war angesagt. Doch so lange? Ja. Und wie kam es dann, wenn es so lange gedauert hat, zu dem buchstäblichen Boom der Seebäder? Konnten sich das viele leisten? Nein, das waren natürlich die Upper Ten, die oberen 10.000. Und diese Leute lernten eben im Laufe des 19. Jahrhunderts mit dem Wasser immer besser umgehen. Wobei also die Ärzte nur die Begründung lieferten für das Vergnügen. Ach, man war hier nur für den Spaß? Hauptsächlich für den Spaß. Das sieht ja mal richtig toll aus. Waren solche luxuriöse Bälle an der Tagesordnung? Eigentlich schon. Man hat alle 2, 3, 4 Tage solche Bälle veranstaltet. Denn in diesen Seebädern ging es eigentlich immer um einen Kampf zwischen dem Kurprinzip und dem Lustprinzip. Einerseits wollten die Leute gesund werden und andererseits wollten sie sich amüsieren. Und zu dem Amüsieren gehört allerdings auch dazu, zu repräsentieren. Das heißt, man musste seinen Reichtum zeigen, man musste seine Beziehungen pflegen. Und das Allerwichtigste dabei war die Eheanbahnung. Die Mütter haben sich große Mühe gegeben, ihre Töchter in diesen Seebädern unter die Haube zu bringen. So. Deshalb druckte man zum Beispiel jeden Monat eine neue Kurliste. Damit man wusste, wer kommt? Ja, dann der Graf von Schleiz und von Reitz, die waren dann anwesend und dann konnte man versuchen, die eigene Tochter an den Tisch zu platzieren, wo der Herr Rittmeister dann zu dinieren pflegte. Wie haben die sich denn eigentlich die Zeit vertrieben, tagsüber, abends? Also einmal diese Bälle, dann gab es davor noch Tanztees, dann spielten die Glücksspiele eine Riesenrolle, also Roulette war ein Anziehungspunkt, dann später Pferdrennen, Prostitution gab es auch. Also das Lustprinzip, den Begriff kann man relativ weit auslegen. Wann war es denn so weit, dass sich nicht mehr nur die reichen Leute dieses Lustprinzip leisten konnten, sondern auch Otto Normalverbraucher mal irgendwann in Urlaub fahren durfte? Familienurlaub entsteht so um 1900, allerdings auf 10% der Bevölkerung beschränkt, das Bürgertum damals. Ja? Und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts nimmt das immer mehr zu und hat dann so etwa um 1970 den Durchbruch, dann verreisten mehr als die Hälfte der Bevölkerung jedes Jahr regelmäßig. Auch die Seebäder haben sich den veränderten Reisegewohnheiten angepasst. Bald fielen die Hemmungen und die Gäste mussten sich beim Baden nicht mehr verstecken. Ende des 19. Jahrhunderts gab es Umkleidegebäude und die Gäste liefen in Badebekleidung über den Strand. Die alten Badekarren wurden ausgemustert. Sie dienten allenfalls noch als provisorische Umkleidekabinen. Was die allerersten Urlauber so um 1800 vorgemacht haben, das entwickelte sich ja im Laufe der Jahrzehnte zu einer wahren Massenbewegung. Und im Grunde genommen ist das, was wir hier machen, nämlich der Aufenthalt in einem Seebad, nichts anderes als ihr Cluburlaub. Eheanbahnung gleich erster Urlaubsflirt. Der große Ball ist einfach das Entertainment-Programm. Einziger wirklicher Unterschied, früher war es purer Luxus für Reiche, im 21. Jahrhundert Selbstverständlichkeit für viele. Ist ja auch gut so. Schönen Abend noch und viel Spaß.